Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte und auf dem Marsch. Wir werden jetzt die Kühe machen. Ich habe das Spiel nochmal neu geladen. Und siehe da, wir haben jetzt Mitte Sommer. Also, es ist nicht zu empfehlen, zu schlafen. Anscheinend ist es zu viel Datenvolumen, sag mal so. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, bis Probleme. Vielleicht werden die Tiere dann nicht gestorben. Aber das weiß man nicht. Hier war es in der letzten Folge 17 Tiere gestorben. Grund unbekannt. Sie hatten alles. Gut bis auf Gras, aber das alles Futter, Wasser war da. So, Tierarzt war nicht da. Also ich stalle jetzt um. Weil aus Erfahrung, umstallen bringt einige Prozente. Übrigens, die Sauberkeit ist auch wieder da, 200%. Auch nichts gemacht. Ich habe den bösen Verdacht, dass dass durch das Schlafen Probleme gibt. Also werden wir in Zukunft nicht mehr schlafen, sondern halten nur schnell fortfuhren. Jetzt werden wir noch 17 Kühe kaufen. Ein Anhänger voll, neu. Denn wir wollen ja. Jetzt zieht er wieder nach rechts, nach links. So. Dafür liegt. Überlegt, den Stall behalten oder verkaufen, ich weiß auch nicht. Wir müssten ihn ein bisschen angleichen, bodenmäßig. Weil ist ja einfach zu. Ich meine, der Stall hat einen großen Nachteil, das ist halt mit dem Wasser, ne? Wenn du Wasser ranbringen willst, das ist, gut, wenn man selber macht, geht's. Aber ich möchte ja gar nicht selber machen. Gut, ein paar Tiere werden da sein. Oder habe ich hier so viele Tiere? Ja. Kann er nicht sein, sonst wäre ich. Denn. Dann müsste ich ja 4 Anhänger kriegen. Habe ich ja nicht. Aber den Stall verkaufe ich wieder. Einfach. Die anderen sind zweckmäßiger. Das ist irgendwie. Da fährst du durch. Auch mit Wasser fertig. Schade, dass man das nicht bewässern kann mit einem anderen Mod hier, wo man eine Wasserleitung hinlegt. Also ich kenne keinen Stall, wo man im Prinzip Wasser hinfahren muss. Ein Unding. Heute haben sie alle ihre Leitungen. So, kurz gucken, Tiermenü. Quatsch. Tiere schon, aber nicht hier. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Jetzt sind sie wieder. Volle Gesundheit. Alle mit 80%. So, jetzt frage ich mich, wie das funktioniert. Also Nahrung haben sie genug, Heu und Gras auch. Einzig, was ihnen fehlt, ist Wasser und Stroh. Wir holen mal eine laden neue Kühe. Ist auch nicht gewachsen, da auch nicht. Mann, ist das. Gibt's doch gar nicht. Wir wechseln noch nicht. 13 auch nicht. Also wir sollten echt nicht schlafen, das ist nicht gut. Mal kurz die Lenkung einjustieren, also irgendwie jetzt alle nach links.
anderen Felder sind gut gewachsen, also und leicht bis nach links zurückgehen lassen und nach rechts. So, Tiermenü. Ehre, Schweine nicht. Schale. Holstein. Kaufen wir mal eine Ladung. Ein kleines Knie. So. Wir haben ja 17 Tiere verloren, jetzt haben wir 16 gekauft. Ärgerlich. Aber ich vermute mal ganz stark, dass es mit dem Schlaf zu sein. Dass wir da. Ich hatte ja auch 10 Stunden gegeben und keine, was ich hier. Dass es gleich 11 Uhr war. Ist ja auch nicht richtig. Also 10 was gewesen. Daher war ja mindestens 3 schon mehr als geplant. Ja. Gut, da haben wir gestern lange gefeiert vielleicht, ne? Dass wir nicht aufstehen konnten. Anders, ich kann es mir nicht anders erklären. Wollte eigentlich noch Dünger. Aber Dünger kann ich ja probieren. Gift, also Unkraut bekämpfen ging ja auch nicht anfangs. Aber Unkraut, Dünger probieren wir mal. Oder geht die Saat gar nicht auf. So, im Grunde brauchen wir jetzt Wasser. Aber dann kriegen wir den Anhänger da hinten ran. Zumindest probieren wir mal. Den stellen wir hier links ab. Und werden wir am Wasser versuchen, da ranzukommen, rückwärts irgendwie an den Trigger ran. Die Einstallungen verkaufen. Da passiert. Ach, zu oft gefahren, oder? Ja, das ist komisch. Das Umstall herum plötzlich alles weggeht. Wisch gemacht. Zu oft rüber gefahren, kann es ja auch nicht sein. Oder fressen die alles weg. Verfressen die Kühe. Aber Futter haben die genug, also auf jedes Wasser. Die wir den mal leer machen und dann gehen wir gleich die Mäh verkaufen. Also den Stall mal leer kriegen. Gut, das klappt schon mal, das war ganz gut. Die 94 sind die jüngeren Tiere. Wie gesagt, Stroh wäre nicht so tragisch. Dann gibt es halt, naja, was ist jetzt im gelben Bereich? Wir werden in Zukunft nicht mehr schlafen, wir werden in Zukunft. Not halt ganz schnell vorspulen mit Extremfach 120. Tja.
Ah, im Wachstum. Gut, okay, dann müssen wir eigentlich auch düngen können. Ist schon eine andere Farbe genommen worden, angenommen worden. Werden wir die Mäh verkaufen. Die da ist noch. Falls haben wir fahren. So. Und die Gras haben die genug, ne? Ja. Wo kriegen wir den besten Preis für die Milch? Milch. Oh, so wenig. Molkerei. Ja gut, dann wollen wir ja verkaufen, ne? Das ist ja so, das ist ja Milch ist normalerweise ein Produkt, was eigentlich schlecht werden kann. Und zwar relativ schnell. Das heißt, wenn die Temperatur nicht passt, das ist ja im Grunde Rohmilch, das ist ruckzuck wird die sauer. Die wird ja beim Melken, beim Einfüllen in die Behälter wird die Milch runtergekühlt auf 4 Grad Minimum. Eher noch ein bisschen kälter. Dann hält die sich. Aber über Schieflage. Ich habe die Zeit nicht gedrückt. Das ist typisch. Weiche Gedanken. Aber ich wünsche mal einen schönen Sonntag, ne? Also Bremse ist auch und wenn oder ist einfach so schwer die Milch? Haben wir so eine schwere Milch? Gibt's doch gar nicht. Gut, gibt bloß 30.000. Das ist nicht gut normalerweise, aber das kann man nicht ändern. Dann werden wir gleich. Molkerei. Einsteigen. C. Wir düngen mal gleich. Sollte jetzt funktionieren. Und doch ist mega gebracht. Ja, Prämie, keine Ahnung. Ja, genau. Kurz nachdenken. Das wird nichts. Über den Deich können wir nicht fahren. Mal schauen, wenn es dunkel wird, dann ist gut. Da ist optisch nicht zu sehen. Dann ist auch nicht rein. Dann ist auch nicht. Gut, da kann auch nicht gedüngt werden. Beziehungsweise muss nicht. Wir gehen mal in die Mitte. Komischerweise ist in der Mitte nicht gedüngt. Oder so wenig. Müsste hier vorne sein. Rein optisch gesehen ist es da ein bisschen dunkler oder heller. So, nächstes passenden Punkt, das müsste passen. Nur ein zu früh. Gehen wir gleich die nächste Bahn. Links von mir die erste, nächste. Mal wenigstens etwas gucken in der Zeit. Das war komisch, kurz 18 Uhr war gewesen. Ja.
eigentlich schon lang genug. Aber wollen wir nicht zu kurz machen. Aber es ist dunkel, das passt. Bloß andere Arbeit, wenn der Brand nach. Gut, dann kann er mal hier weitermachen. Und wir gehen auf. Der hat auch aufgeladen jetzt. Das ist schon komisch. Ach, Dünger machen, Platz schon mal keins. Das ist für mich. Bei der Milch waren wir stehen geblieben. Wenn wir gleich hin zurückfahren, die nächste Milch aufladen. Dass die Milchbehälter mal leer ist. Dass wir dann sehen, was noch an Milch gibt. Ja, 17 Kühe tot. Ich hoffe nicht wegen dem Fehler, wegen dem durstigen Schlafen. Und das kann nicht gut sein. Im Testverlauf habe ich nicht geschlafen. Da wurde ich nachher gesund. Beziehungsweise die Sauberkeit war da. Glück gehabt hier. Entschuldigung, noch Blechschaden. Mitte Sommer, ja. Ich dachte, ich könnte ein bisschen ernten, aber nicht. So, und Milch noch aufgenommen. Aber dass im Rand komplett alles weg ist da vorne. So ganz komisch. Dann müsste hier zum anderen Stall auch alles weg sein. Das Gras meine ich. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns heute zur zweiten Folge wieder. Bis dann. Ciao.